Bilderbuch ja, Computer nein. Diese einfache Formel zieht nicht mehr, seitdem auch die Bilderbücher auf den digitalen Lesegeräten eine Heimat gefunden haben. Eine vorübergehende Modeerscheinung oder ein Konzept mit Zukunft? Wir haben Experten auf der Leipziger Buchmesse dazu befragt und uns zuvor eine Bilderbuch-App angeschaut. Wir haben schon diverse Erstlesetitel oder auch Bilderbücher als App umgesetzt. Ganz neu der kleine Pirat von Kirsten Boye mit Zeichnung von Silke Brix, der Einstieg in den kleinen Pirat. Naja, und wenn ich da unten eben auf den Anker klicke, dann geht das weiter zur nächsten Seite. Der Text steht da auch, ich kann mir es vorlesen lassen. Ich habe auch, hier ist das Menü immer, da kann ich immer wieder drauf zurück. Ich kann es auch selber aufnehmen, wenn ich es vorlese. Also rein theoretisch können die Eltern ihren Kindern das dann selber vorlesen und dann können sich die Kinder das abspielen lassen mit der Stimme ihrer Eltern so. Ja, ich kann auch hier auf so eine Übersichtsfunktion gehen und dann sehe ich alle Seiten des Buches. Aber die sind ja nicht nur einfach eingescannt, sondern sind natürlich immer mit so kleinen Animationen auch versehen. Also die Katze beäugt dann natürlich die Fische, die sich auch bewegen, oder das Schiff schwankt so ein bisschen, das sieht man ja auch. Immer wenn so ein gelber Button auftaucht, dann weiß ich kann was spielen. Ich muss die Kisten so wegziehen, dass die Krone da reinfällt. Also es ist so ein bisschen, also sind alles so Geschicklichkeitsspiele. Aber das finde ich eben auch schön, wenn man so das ganze iPad nutzt und dran rumzieht. Man kann sich richtig lange damit beschäftigen. Auch die Stiftung Lesen kümmert sich längst nicht mehr nur um Kinder- und Jugendbücher in gedruckter Form, sondern immer häufiger um deren digitale Ableger. Wir verfolgen diesen Trend, der ist ja noch nicht sehr alt. Der digitale Markt für Kinderbücher ist jetzt etwa anderthalb Jahre alt, also erst seit es wirklich farbige Displays gibt für Tablet-PCs, auf denen man Bilderbücher mit Illustrationen und Text und Bild in Einheit betrachten kann, gibt es eben erst seit anderthalb Jahren. Das verfolgen wir sehr interessiert und wir sehen da grundsätzlich sehr, sehr viel Potenzial, Leseförderung auch mit anderen Mitteln zu betreiben und vielleicht Kinder damit anzusprechen, auf einem technischen Zugangsweg, ein anderes Trägerformat, die sich vielleicht auf das klassische Format nicht so einlassen. Traditionell wurden auch in diesem Jahr auf der Leipziger Buchmesse die Nominierungen für den Deutschen Jugendliteraturpreis vorgestellt. Noch handelt es sich dabei ausschließlich um Bücher in gedruckter Form, aber das muss nicht unbedingt so bleiben. Es gibt ja solche Bücher schon. Also letztes Jahr war das erste Jahr, in dem gleichzeitig ein neues Buch und das E-Book dazu erschienen ist. Es war zum Beispiel Rico Oskar und der Diebstahlstein, ist gleichzeitig in beiden Medienformaten rausgekommen. Und natürlich kann man sich vorstellen, dass es das gibt. Ich finde jede Idee gut, die einen neuen Anreiz zum Lesen gibt. Weil es gibt ja doch auch Kinder und Jugendliche, die sich schwer tun mit dem Lesen. Und ich glaube zum einen, dass dieses Medium eine Motivation sein könnte, doch mal sich ein Buch durchzulesen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass man es sowohl für die Freizeit als auch didaktisch nutzen kann, was das digitale Medium bietet. Anders als das gedruckte Buch kommen die digitalen Kinderbücher meist als komplettes Unterhaltungspaket daher. Mit Text, Zeichnungen, Animationen, Spielen und als Hörbuch. Natürlich gibt es Apps, die die Möglichkeit haben, die Geschichte vorlesen zu lassen. Dann finden wir Varianten besser, wo ein Vater zum Beispiel die Geschichte einmal liest, seine Stimme aufnimmt und das Kind hinterher die Geschichte dann zumindest mit der Stimme des Vaters sich vorlesen lässt. Denn wir wissen natürlich auch, dass sich die Berufswelt verändert und dass Eltern nicht immer diesem Anspruch gerecht werden können, die Geschichten gemeinsam mit ihren Kindern zu betrachten. Das geht einfach nicht immer. Dann würden wir sagen, es ist immer noch toller, wenn ein Kind sich eine Geschichte auf dem iPad oder mit einem anderen Tablet-PC oder einem Lesestift zum Beispiel, die gibt es ja auch, anschaut, ist das eine tolle Ergänzung in dem breiten Spektrum an Möglichkeiten, Geschichten mit Kindern zu erleben. Noch ist der Markt für digitale Kinderbücher in Deutschland mehr als bescheiden. So sind beispielsweise unter den rund 35.000 deutschen Buchtiteln im iBookstore weniger als 200 zu finden, die sich dem Stichwort Kinderbuch zuordnen lassen. Aber immerhin, auf der Leipziger Buchmesse 2012 luden etliche Kinderbuchverlage die Besucher auch zum Ausprobieren von Bilderbuch-Apps und zum Stöbern in digitalen Kinderbüchern ein.
Zwar empfahl der in diesem Jahr von der Stiftung Lesen und der Leipziger Buchmesse ins Leben gerufene Lesekompass fast nur die traditionellen gedruckten Werke. Unter den 30 Titeln der Liste gab es lediglich eine DVD und ein Hörbuch. Aber schon 2013 könnte es anders aussehen. Ich denke, dieses Format wird wachsen, wenn man sich die Marktsegmentierung anschaut. Worüber wir in der Tat auch gerade nachdenken, sind Apps halt auch zu bewerten. Und es gibt ja zunehmend mehr auch interessante Lese-Apps oder Vorlese-Apps. Und das ist in der Tat auch ein Bereich, um den wir uns jetzt gerade auch schon dabei sind, Gedanken zu machen, wie wir den präsentieren. Denn es geht uns im Wesentlichen darum, nicht nur in Büchern zu lesen, sondern im Grunde genommen in jedem Medium zum Lesen und zum Vorlesen anzuregen.